Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Doch wir leben auch in permanenter Gefahr. Mit uns rasen Millionen Objekte durchs All. Meteoriten, Kometen, Asteroiden. Manche kennen wir, andere sind noch unentdeckt. Die größten von ihnen sind wahre Killer. Wenn sie die Erde treffen, droht das Ende der Menschheit. Herzlich willkommen bei Spacetime mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Ein Asteroid rast auf die Erde zu. Ein massiver Brocken aus Stein und Metall. Wir wissen, dass er kommt, denn unsere Wissenschaftler haben ihn längst entdeckt. Doch wir haben keine Chance, ihn aufzuhalten. Der Einschlag im Pazifik hat verheerende Folgen. Die Bilder vom Weltuntergang sind Hollywood-Fiktion. Doch die Auswirkungen bei einem Einschlag dieser Größenordnung durchaus real. Wir suchen und beobachten Asteroiden, berechnen ihre Bahnen und ihre Gefährlichkeit. Wir können sogar auf ihnen landen, aber es wird nicht jedes aus dem All kommende Objekt entdeckt. Und kommen die Himmelskörper der Erde zu nahe, sind sie eine reale Bedrohung. Viele Millionen Asteroiden. Wir kennen inzwischen Tausende von ihnen, die unsere Erdbahn kreuzen. Keine Frage, irgendwann werden wir von denen getroffen. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche. Die Frage ist nur, sind wir darauf vorbereitet? Können wir irgendwas dagegen tun? Irgendwann wird ein Global Killer die Bahn der Erde kreuzen. Ein riesiger, aus dem All heranrasender Brocken, der unseren Planeten trifft und alles Leben auslöscht. Es wäre nicht das erste Mal. Tscheljabinsk in Sibirien. Am Morgen des 15. Februar 2013 rast ein Objekt in einer Feuerbahn über den Himmel. Ein Meteor. Über der russischen Millionenstadt bricht der Meteor auseinander. Er explodiert in der Luft. Die Leute haben erst mal gesehen, dass da offensichtlich so irgendwas durch die Luft geflogen ist. Das ist schon der abgebremste Asteroid gewesen. Oder man muss jetzt eher sagen Meteorit gewesen. Dieser abgebremste Steinklumpen, ja, der natürlich super heiß ist, weil er sich in der Atmosphäre durch Reibungswärme aufgewärmt hat. In nur wenigen Sekunden rast das aus dem Weltall kommende Objekt über die Region. Sein Licht ist heller als das der Sonne. Der Meteor kommt aus Südosten und tritt mit einem Winkel von 16 Grad über Kasachstan in die Erdatmosphäre ein. Kein Frühwarnsystem hat vor ihm gewarnt. Das Objekt war etwa 20 Meter groß. Da denken wir, dass das so alle 10 bis 100 Jahre vorkommt, dass so ein Objekt irgendwo auf die Erde runtergeht. Die Druckwelle beschädigt mehr als 3000 Gebäude in Tscheljabinsk und den umliegenden Städten. Fast 1500 Menschen werden verletzt. Die meisten erleiden Schnittwunden durch splitterndes Fensterglas. Wie konnte überhaupt der Meteorit von Tscheljabinsk ohne irgendwelche Vorwarnung einschlagen? Zunächst mal zur Begriffsklärung. Kleine Asteroiden bezeichnet man als Meteoriden mit D. Wenn sie dann in die Atmosphäre reinkommen und einen hellen Lichtschein erzeugen, dann heißt dieser Lichtschein Meteor. Und wenn dann unten noch was ankommt, dann sind die Reste Meteoriten mit T. So, also der Meteorit
schlug ein. Er kam aus der sogenannten Ekliptik, also nur halb hoch, und dazu aus Osten. Nun war es aber leider vormittags, 9 Uhr Ortszeit. Da stand direkt die Sonne. Mit anderen Worten, der Meteorit kam direkt aus der Sonne auf uns zu. Wir konnten ihn gar nicht sehen, auch nicht mit Fernrohren. Und deswegen war er nicht vorhersehbar. Deswegen gab es keinen Alarm vorher. Ein zweites Problem war, er ist in der Luft zerplatzt. Und wenn so ein Meteorit zerplatzt, dann gibt er schlagartig seine Energie frei, wegen der vielen Bruchstücke. Und die erzeugen eine riesige Druckwelle, diesen Airblast. Und diese Druckwelle zerstört wirklich alles. Und damit hat dieser Meteorit keinen Krater hinterlassen, wie so viele andere Meteoriten. Der Barringer-Krater im US-Bundesstaat Arizona. Vor 50.000 Jahren schlug hier ein Meteorit ein. Etwa doppelt so groß wie der von Tscheljabinsk. Der Krater hat einen Durchmesser von mehr als 1 Kilometer. Im Umkreis von 4 Kilometern löschte der Einschlag alles Leben aus. Besonders gut beobachten lassen sich Einschlagskrater auf dem Mond. Hier werden sie nicht durch Wind und Wasser abgetragen wie auf der Erde. Die Mondoberfläche ist übersät mit kleinen und großen Kratern. Stumme Zeugen von unzähligen Treffern. Dem Mond fehlt eine schützende Atmosphäre. Und so hat das Dauerfeuer aus dem All über Jahrmillionen deutliche Spuren hinterlassen. Doch auch auf der Erde sind viele Krater zu entdecken, auch wenn sie über Jahrmillionen vom Wettereinfluss abgeschliffen wurden. Die größten Krater sind nur aus der Luft zu sehen. Sie haben Durchmesser bis zu 250 Kilometer. Nach einem dieser Einschläge veränderte sich das Klima so stark, dass die Saurier ausstarben, glauben Wissenschaftler. Die Menschheit würde schon überleben, aber es würde natürlich eine riesige Katastrophe passieren, dass vielleicht 10 Milliarden umkommen würden. Aber die Menschheit kann ja auf sowas logisch reagieren. Man wüsste dann ja, was man tun müsste. Die Dinosaurier konnten das noch nicht. Wie groß der Krater am Ende ist, hängt vom Gewicht des Objekts und von seiner Geschwindigkeit ab. Asteroiden mit mehreren Kilometern Durchmesser setzen bei ihrem Einschlag riesige Mengen Energie frei. Bis zu 20 Kilometer tief kann so ein Himmelskörper in die Erdkruste eindringen. In mehreren Kilometern Umkreis würde jegliches Leben sofort ausgelöscht. Aber auch Asteroiden mit weniger als 1 Kilometer Durchmesser hätten bei einem Einschlag fatale Folgen. So ein 800-Meter-Objekt, das macht schon, dann, das nennen wir Regional Damage, also Regionalschaden. Das heißt, da würde eine ganze Region ziemlich zerstört werden. Was passiert ist, wenn er auf dem Boden auftritt, also es gibt auch schon wieder, wenn der durch die Atmosphäre fliegt, durch Schockwellen, wenn er auf dem Boden auftritt, dann schmilzt das Material am Boden, wird ausgeworfen. Und es ist auch vor allem sehr heiß. Es gibt jetzt also nicht nur eine Schockwelle, sondern auch eine Hitzewelle, die einfach Material verbrennt. Das ist dann Tausende von Grad heiß. Also das wäre schon ziemlich unangenehm. Auch auf dem Gebiet des heutigen Deutschland sind Asteroiden eingeschlagen. Im Nördlinger Ries, im Westen Bayerns, war es ein Brocken mit etwa 1,5 Kilometern Durchmesser. Vor etwa 15 Millionen Jahren krachte er hier auf die Erdoberfläche. Das Nördlinger Ries, also das wäre schon das war schon von der Größenordnung, dass es globale Folgen gehabt hätte. Ob es jetzt zu großen Massenaussterben geführt hätte, weiß man nicht. Es hätte jedenfalls dazu geführt, dass sehr viel Staub aufgewirbelt würde. Dass es diesen Einschlag schon auch vor ein paar Millionen Jahren gegeben hat, ist schon gut. In unserer heutigen Zeit wäre das eine Riesenkatastrophe, die man wahrscheinlich nicht lokal begrenzen könnte. Der Einschlag vernichtete schlagartig alles Leben im Umkreis von 100 Kilometern. Menschen gab es damals allerdings noch keine. Solche Asteroiden wären natürlich in der Lage, so viel Staub und Partikel in die Atmosphäre zu bringen, dass über viele Jahre die Sonneneinstrahlung stark herabgesetzt ist. Und das würde dann natürlich dazu führen, dass über viele Jahre Ackerbau nicht möglich ist, Nahrungserzeugung nicht möglich ist. Und dann ist es natürlich völlig klar, dass irgendwann auch mal es dann nicht mehr reicht und man nicht weiter überlebt. Heute ist vom Einschlag im Nördlinger Ries kaum noch etwas zu sehen. Der Krater hat einen Durchmesser von etwa 25 Kilometern.
Nur eine ringförmige Hügelkette aus Granit deutet noch auf die gewaltigen Kräfte hin, die hier wirkten. Erst 1960 entdeckten amerikanische Wissenschaftler anhand von Gesteinsproben, dass das Becken durch einen Besucher aus dem All entstand. Die Schäden von Asteroideneinschlägen können übrigens sehr unterschiedlich sein. Abhängig davon, wie groß so ein Ding ist und wie es detoniert. Fangen wir mit den ganz kleinen an. 10 Meter Durchmesser. Passiert etwa alle 10 Jahre. Auswirkung immerhin 10 Hiroshima-Bomben. Warum sieht man nichts davon? Nun, die schlagen typischerweise irgendwo in einem Ozean ein oder dort, wo keine Menschen leben. Deswegen merkt man davon nicht allzu viel. Wenn die allerdings 100 Meter groß sind, dann passiert schon wesentlich mehr. Sowas passierte vor etwa 100 Jahren, im Jahre 1908. Ein Asteroid explodierte über der Oberfläche in Sibirien und machte 2000 Quadratkilometer platt. Wenn das in der Nähe von Berlin passiert, sind alle Menschen tot. So ist das. Passiert etwa alle 1000 Jahre. Wirkung? 10.000 Hiroshima-Bomben. Das Größte, was es gibt, ist ein Asteroid von etwa 10 Kilometer Durchmesser. Passiert etwa alle 10 bis 100 Millionen Jahre. Passiert, als damals die Dinosaurier ausgerottet wurden, eine gigantische Kraft von 10.000 Milliarden Hiroshima-Bomben. Da bleibt kein Auge trocken. Massenextinktion, alle höhere Lebewesen der ganzen Erde sind weg. Und zum Glück sind wir daraus hervorgegangen. Es gibt noch einen kleinen Unterschied. Wenn ein fester Asteroid einschlägt, hinterlässt er einen Krater, so wie man es hier sieht. Nur ein paar Kilometer Durchmesser. Das ist ideal für uns, weil die ganze Energie lokal weggeht. Wenn so ein Ding in der Luft zerplatzt, ein sogenannter Airburst, dann geht die ganze Detonationskraft auf die Erde. Viele tausend Quadratkilometer werden zerstört. Und das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Vor solch einer Katastrophe versucht die Menschheit, sich zu schützen. Zuallererst gilt es, gefährliche Objekte zu lokalisieren. Systematisch beobachten Wissenschaftler, was sich alles in unserem Sonnensystem bewegt. Meteorregen etwa, durch die unser Planet regelmäßig fliegt. Größere Brocken werden besonders aufmerksam beobachtet. Wenn sie entdeckt werden, kann auch ihre Bahn berechnet werden. Gefährlich wird es dann, wenn diese Bahn die der Erde kreuzt. Der Asteroid Ceres etwa steht unter ständiger Beobachtung. Mit fast 1000 Kilometern Durchmessern der größte Brocken in unserem Sonnensystem, abgesehen von den Planeten. Im Jahr 2015 schickte die NASA die Sonde Dawn zu Ceres. Sie kartografierte den durchs All vagabundierenden Himmelskörper und analysierte die chemische Zusammensetzung. Ceres besteht aus einem Gesteinskern, umgeben von einem Mantel aus Wassereis und einer Kruste aus leichten Mineralien. Ceres wurde bereits im Jahr 1801 entdeckt. Ein riesiger Brocken, doch nur einer von vielen. Der größte nennt sich Ceres, wurde etwa vor 200 Jahren entdeckt und ursprünglich auch als Planet klassifiziert, weil er in der Position war, innerhalb unseres Sonnensystems, wo man eigentlich einen Planeten erwartet hat. Und wurde auch ursprünglich als Planet klassifiziert, bis man dann etwa 20 weitere gefunden hatte in der gleichen Gegend. Und dann ist man von dieser Planetenklassifikation wieder weggegangen und hat gesagt, gut, das ist ein neues Objekt, ein neuer Typ von Objekt. Doch woher kommen die Asteroiden? Wie sind sie entstanden? Lange glaubten Astronomen, sie seien das Ergebnis einer kosmischen Katastrophe, bei der ein Planet zerbrach. Diese Theorie aber ist längst widerlegt. Denn die Masse aller Asteroiden zusammen liegt nur bei 0,1% der Erdmasse. Zu wenig für einen zerbrochenen Planeten. Asteroiden sind Überreste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Man muss sich das so vorstellen, dass wie unser Sonnensystem entstanden ist. Das war einfach eine Gaswolke oder Staubwolke im Weltraum, die dann sich komprimiert. In der Mitte entsteht eine große Hitze, großer Druck, da entsteht die Sonne. Und dann habe ich lauter so Staubteilchen, die um diese Sonne, um diese Protosonne rumkreisen. Wenn die zusammenstoßen, wachsen die und werden größer und größer. Und da sind die Planeten draus entstanden. Da sind aber viele Objekte sind übrig geblieben. Diese Objekte fliegen jetzt auf ihren eigenen Bahnen durchs All. Und immer mehr von ihnen werden lokalisiert.
Die Zahl der bekannten Asteroiden in unserem Sonnensystem stieg von 300 im Jahr 1890 auf heute 700.000. Ihre tatsächliche Anzahl dürfte aber in die Millionen gehen. Für die Wissenschaftler ist es wichtig, möglichst viele dieser Brocken aufzuspüren. Mit Teleskopen und Sonden werden Asteroiden erforscht. Ein hoher Aufwand. Doch nur so lassen sich möglicherweise gefährliche Besucher der Erde frühzeitig erkennen. Als erstes muss man das Objekt entdecken. Das heißt, man misst ein Lichtsignal von dem Objekt und verfolgt es dann über mehrere Tage oder auch dann über mehrere Jahre, um die Bahn genau zu bestimmen. Und sobald die Bahn genau bestimmt ist, kommt es in den Katalog, kriegt eine feste Nummer und damit kann man auch vorhersagen, wann das Objekt wieder zurückkommt und damit ist es für uns erstmal klassifiziert. Ist ein Asteroid erst einmal klassifiziert, dann können die Astronomen seine Bahn mit der unseres Planeten abgleichen und so herausfinden, ob und wann er uns gefährlich wird. Eigentlich sind die meisten Bahnen extrem stabil über Jahrtausende, auch Jahrmillionen. Bei kleineren Objekten kann sich das ändern. Da gibt es kleine Kräfte, die stetig wirken und die kleinen Objekte ganz leicht auf der Bahn verschieben. Und dann kann es auch zu Resonanzen mit den größeren Objekten, mit den Planeten kommen. Und dann können sich die Bahnen auch ganz dramatisch verändern in kürzesten Zeitskalen. Astronomen auf der ganzen Welt beobachten die Objekte ununterbrochen. Auch die Europäische Weltraumbehörde ESA betreibt ein Frühwarnsystem. Es soll Asteroiden entdecken, verfolgen und vor einer möglichen Kollision warnen. Absolute Sicherheit kann auch ihr System nicht geben. Doch die schweren Brocken hat man gut im Blick. Die ganz großen Objekte sind alle bereits bekannt. Wir haben, wenn ich glaube, bis 20 Kilometer wissen wir wirklich von jedem Asteroiden, was wir laut Modellrechnung erwarten, wo der genau ist. Und da ist keiner auf einer Kollisionsbahn, da kann nichts passieren. Runter bis 1 Kilometer, da fehlen uns noch ein paar, aber das sind 10 oder 20, die wir noch nicht wissen, wo die sind. Die werden wir demnächst entdecken und dann ist das klar. Deswegen sage ich immer, also von den großen Objekten geht kurzfristig meiner Meinung nach relativ wenig Gefahr aus. Wo kommen eigentlich diese ganzen gefährlichen Asteroiden her? Nun, es gibt da sehr unterschiedliche Ursprungsorte, insgesamt 3 Stück in unserem Sonnensystem. Fangen wir mal außen an. Ganz weit draußen, wenn hier also die Sonne ist, ganz, ganz weit draußen, und zwar schalenförmig, gibt es eine riesige Wolke, die sogenannte Oortsche Wolke. Aus der können Kometen losgeschlagen werden, wenn andere Sonnen dran vorbeiziehen. Kommt sehr selten vor. Sie lösen die sogenannten langfristigen, nicht periodischen Kometen aus. Die sind gar nicht so gefährlich. Viel wichtiger sind Kometen und Asteroiden. Worin liegt der Unterschied? Nun, Asteroiden haben weniger Wasser als Kometen. Kometen erzeugen wegen ihres Wassers einen großen Schweif und den kann man sehr schön sehen. Die entstehen jenseits des letzten Planeten, das ist Neptun. Hier gibt es sehr viele Bruchstücke, der sogenannte Kuipergürtel. Und manchmal schießt oder holt Neptun aus diesem Gürtel einen Kometen heraus und bringt ihn wieder zurück. Wenn das hier unsere Erdbahn ist, dann ist klar, dann kann so ein Komet die Erde treffen. Solche Kometen gibt es sehr viele. Halley zum Beispiel kommt alle 75 Jahre. Aber so gefährlich sind sie nun auch nicht. Die wirklich wichtigen und vor allen Dingen schädlichen Kometen kommen mehr aus den inneren Bahnen. Hier zwischen Mars und Jupiter gibt es einen ganzen Gürtel von Asteroiden. Und er heißt auch so, Asteroidengürtel. Dort gibt es Millionen von Asteroiden. Und jetzt kann es manchmal sein, dass der große Jupiter hier draußen aus diesem Gürtel ab und zu mal ein paar Asteroiden in den inneren Bereich hineinschleudert. Das sind die Near Earth Asteroids, also Asteroiden, die die Erdbahn kreuzen können. Das ist natürlich gefährlich. Davon kennen wir im Augenblick mehr als 1000 Stück. Und wenn die die Erde kreuzen, dann kann es natürlich zu einem Zusammenstoß
Meteors kommen. Vor allen Dingen die großen Asteroiden. Die Asteroiden haben typischerweise einen Durchmesser zwischen 10 Meter und 10 Kilometer. Also all die, die hier reingeschossen kommen und hier oder hier die Erdbahn kreuzen, das sind die wirklich wichtigen. Falls ein solcher Asteroid die Erde trifft, droht eine gewaltige Katastrophe. Nicht nur die Einschlagstelle direkt wäre betroffen. Je nach Größe des Asteroiden müssten sich Regierungen und der Zivilschutz auf weltweite Auswirkungen einstellen. Ich kann mich noch erinnern, dass also die Katastrophenschutzbehörden schon mal informiert werden, wenn wir eine Einschlagswahrscheinlichkeit von mehr als 1% über die nächsten 50 Jahre haben. Das ist aber nur eine Information, da braucht man noch gar nichts tun. Was interessiert das, wenn das in 50 Jahren ist? Aber zumindest sind die Katastrophenschutzbehörden dann schon mal informiert. Ab welcher Schwelle man dann wirklich sagt, gut, jetzt muss ich Maßnahmen ergreifen, das kommt immer auf den Einzelfall an. Der Hollywood-Streifen Deep Impact zeigt durchaus realistisch, was ein solcher Einzelfall für die Menschheit bedeuten würde. So eine Explosion löst eine gigantische Druckwelle aus und macht auch alles platt, wenn man es landläufig ausdrücken will. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde der Asteroid in einem der Ozeane niedergehen. Ein Tsunami mit ungekannten Ausmaßen wäre die Folge. Städte in der Nähe der Küste werden mitsamt ihrer Bewohner ausgelöscht. Das Wasser dringt weit in das Landesinnere vor. Ein Einschlag auf dem Festland hätte ungeahnte Folgen. Der Himmelskörper entwickelt eine Sprengkraft von Tausenden von Atombomben. Eigentlich haben wir ja Riesenglück mit unserem Sonnensystem, denn es gibt zwei natürliche Schutzschilde gegen solche Asteroideneinschläge. Der eine Schutzschild ist Jupiter und Saturn. Mit ihrer riesigen Kraft, ihrer Gravitationskraft saugen sie so richtig die Asteroiden, die von weit draußen vom Kuipergürtel und von der Oortschen Wolke kommen, ein und verhindern, dass 90% der Asteroiden auf die Erde fallen. Auf der anderen Seite haben wir unsere Atmosphäre. Sie hat allerdings Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist, wenn jetzt so ein Asteroid einschlägt, verglühen die meisten zu etwa 90%. Das heißt, sie treffen gar nicht auf die Erde und können dort Zerstörungen anrichten. Auf der anderen Seite, wenn sie reinkommen und verglühen, dann erzeugen sie meistens eine Riesendruckwelle, die lokal sehr viel zerstört. Die Atmosphäre der Erde macht Leben erst möglich. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass kleinere Gesteinsbrocken aus dem All nicht allzu viel Schaden anrichten können. Die kommen mit dieser großen Geschwindigkeit an und dann durch die Reibungshitze mit der Atmosphäre werden die aufgeheizt. Manche kommen gar nicht mehr bis zum Erdboden, sondern explodieren durch die Hitze schon in einer gewissen Höhe. Auf der Erde sind diese verglühenden Himmelskörper in der Nacht als Sternschnuppen zu sehen. Brocken von Kometen oder kleine Meteore. Diese Sternschnuppenströme oder Sternschnuppen, das sind im Prinzip Überreste von Kometen, die auf ihrer Bahn sehr viel Staub, sehr viel Material verlieren. Und die Erde kreuzt dann diese Bahn. Und das kann man inzwischen auch ganz gut berechnen, wann wir das Zentrum dieser Staubstruktur treffen mit der Erde. Und dann wird eben die Anzahl der Sternschnuppen steigt dramatisch an. Beobachtet wird das auch hier, im ALMA. Dem Atacama Large Millimeter Array in der Wüste im Norden Chiles. Es ist die größte Ansammlung von Radioteleskopen der Welt und wurde im Jahr 2013 in Betrieb genommen. Die Anlage zu bauen kostete mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Insgesamt 66 Antennen mit bis zu 12 Metern Durchmesser wurden in der Wüste aufgestellt. Zusammengeschaltet können sie das Weltall genauer beobachten als alle anderen Observatorien auf der Erde je zuvor. Das ALMA ist ein internationales Gemeinschaftsprojekt von Europäern, Kanadiern, US-Amerikanern, Japanern
und der Republik Chile. Eigentlich beobachten die Teleskope die Entstehung von Planeten und Sternen, liefern aber auch genauere Erkenntnisse über Asteroiden. Die Teleskope arbeiten nicht mit dem sichtbaren Licht, sondern im Millimeter- und Submillimeterbereich. So können sie die Asteroiden aufgrund der Eigenstrahlung entdecken und verfolgen. Die hier gesammelten Daten werden weltweit genutzt. Jede Messung von Asteroidenbeobachtungen wird von dem sogenannten Minor Planet Center in Amerika gesammelt. Die rechnen dann ganz grob aus, könnte das ein erdnahes Objekt sein. Und wenn so ein Objekt auftaucht, ist höchste Eile geboten. Nur wenn die Bahn des Objekts genau bestimmt werden kann, weiß man, ob der Erde Gefahr droht. Und nur dann könnten Maßnahmen zu einer Gegenwehr eingeleitet werden. Je früher man einen solchen Asteroiden oder auch Meteoriten entdeckt, desto besser ist es. Je früher man das tut, desto eher kann man mal die Bahn berechnen. Und wenn der Asteroid dann dichter kommt, dann kann man die Prognose immer mehr verfeinern. Man müsste deswegen ab einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen, Leute, wir müssen Maßnahmen ergreifen. Das Allerwichtigste ist, einen gefährlichen Himmelskörper früh genug zu erkennen. Dann gilt es herauszufinden, welche Bahn das Objekt nimmt. Diese Bahn wird dann mit der Erdbahn abgeglichen. Dann werden weitere Beobachtungen gemacht, zum Beispiel auch von Amateurastronomen. Die sind da unwahrscheinlich wichtig. Und die schauen dann nach, wo ist das Objekt den nächsten Tag oder nach einer Woche. Und irgendwann kann ich dann den Orbit so genau vorhersagen, dass ich jetzt 100 Jahre in die Zukunft rechnen kann. Große Objekte werden meist sehr früh entdeckt. Eine mögliche Kollision mit der Erde kann man so Jahre im Voraus berechnen. Bei kleineren Objekten ist das weitaus schwieriger bis fast unmöglich. Das macht sie so gefährlich. Die Wissenschaft versucht, die Himmelskörper nach ihrer Gefährlichkeit zu klassifizieren. Ein Mittel ist die Turina-Skala. Es ist wichtig zu wissen, dass die Turina-Skala das Risiko eines Einschlags bewertet. Also das Produkt aus der Größe des Schadens des Einschlages mal seiner Wahrscheinlichkeit. Warum Wahrscheinlichkeit? Nun, die Astronomen kennen die Bahn eines Asteroiden nie so ganz genau. Die kann mal ein bisschen links oder rechts liegen. Wenn sie rechts liegt, geht es eben an der Erde vorbei. Deswegen gibt es eine Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet, der Asteroid schlägt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ein und der Schaden wäre 0. 4 bis 5 bedeutet lokaler Schaden mit mittelmäßiger Wahrscheinlichkeit. Aber 10 bedeutet, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit wird die Menschheit vernichtet. Das Schlimmste, was passieren kann. Nehmen wir mal als Beispiel den Meteoriten von Tscheljabinsk. Hätte man ihn gesehen, dann wäre ein lokaler Schaden gewesen mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 90 bis 100%. Ein Punkt 3 auf der Skala. Bei mehr als einer halben Million Objekte nur im Asteroidengürtel kann jeden Tag ein Killer auftauchen. Deshalb wollen Wissenschaftler so viel wie möglich über Asteroiden wissen. Und bestenfalls holt man sich die Informationen direkt vor Ort. Mit Near Shoemaker hatte die NASA Mitte der 90er eine Sonde gestartet, um erstmals einen Asteroiden zu umrunden. Im Februar 2000 erreicht die Sonde einen Orbit um den Asteroiden Eros. Near Shoemaker war eine amerikanische Mission, die zu dem Asteroiden Eros geflogen ist. Das ist der größte bekannte erdnahe Asteroid. Und die waren also direkt im Orbit auch. Das war nicht nur ein Vorbeiflug, die waren im Orbit und haben den mehrere Monate lang beobachtet. Der Kundschafter beginnt, den Asteroiden mit Röntgen- und Gammastrahlenspektrometern zu erforschen. Zunächst kreist die Sonde in 350 Kilometern Entfernung um den Himmelskörper. Später senkt die NASA die Umlaufbahn auf nur 50 Kilometer ab. Bis ins letzte Detail erforscht die NIR-Sonde den Asteroiden. Wenn ich einfach nur einen Asteroiden umkreise, kann ich schon ziemlich viel messen. Einmal sehe ich genau die Form, ich sehe, wie viele Krater drauf sind. Aus der Anzahl der Krater kann ich das Alter der Oberfläche berechnen. Also ist das ein junger Asteroid oder ist er auch mit dem Sonnensystem entstanden? Die japanische Hayabusa-Mission ging sogar noch einen Schritt weiter. Ihre Sonde startete 2003 und sollte erstmals Gestein von einem Asteroiden entnehmen und zur Erde zurückbringen.
die japanische Mission Hayabusa, benannt nach dem Falken, der seine Beute im Vorbeiflug greift. Und genauso hat die Mission eine Probe von der Oberfläche genommen und zur Erde zurückgebracht. Und diese Probe sind nur ein paar Mikrogramm eigentlich. Die wurden jetzt untersucht auch. Also das ist eines der ganz wenigen Objekte, wo wir eine sehr gute Kartierung, Charakterisierung haben und gleichzeitig auch Material von der Oberfläche in unseren Laboratorien. Als Ziel hatten sich die Japaner den Asteroiden Itokawa ausgesucht, der erst wenige Jahre zuvor entdeckt worden war. Die Fotos der Sonde waren eine Überraschung. Es gibt kaum Krater auf Itokawa. Im September 2005 setzte die Sonde dann auf dem Asteroiden auf und entnahm ihm Proben. Eine Probe vom Asteroiden zurückzubringen, ist für die Wissenschaftler das Nonplusultra, weil ich dann die Riesenmaschinen in meinem Labor verwenden kann, um die Probe zu analysieren. Wenn ich zu einem Asteroiden hinfliege und nur dort messe, dann muss ich immer erstmal mein Messgerät im Prinzip so klein und leicht bauen wie möglich. Mit den entnommenen Proben machte sich Hayabusa auf den Rückweg. Es gab Probleme mit den Ionentriebwerken. Trotzdem erreichte die Sonde im Juni 2010 die Erde. Die Kapsel mit den Proben wurde abgesprengt und fiel auf die Erde zurück. Die Sonde selbst verglühte über Südaustralien. Die japanische Sonde hat das Objekt sehr gut charakterisiert in allen Details. Das Objekt hat etwa 500 Meter Ausdehnung, 500 Meter, also einen halben Kilometer, relativ klein. Wir kannten das vorher schon, wir kannten die Bahn, auch die etwaige Größe, auch Oberflächenbeschaffenheit. Aber was eine große Überraschung war bei diesem Objekt, das ist kein fester Körper. Jetzt ist es natürlich ein fester Körper, es kommt aus einem 3D-Drucker, aber in Wirklichkeit hat es die Dichte von Sand. Das ist auch der Grund für die fehlenden Krater. Hayabusa hat die Brocken aus dem All einfach aufgesogen. Im März 2004 startet die ESA eine Ariane 5-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou. An Bord die Sonde Rosetta. Ihr Ziel ist der Komet Tschuri. 10 Jahre dauert der Flug von der Erde zu Tschuri. Im Jahr 2014 erreicht die Sonde dann den Orbit des Kometen und setzt das mitgebrachte Landemodul Philae ab. Siebzehn Nationen sind an der Mission beteiligt. Die Kosten? 1 Milliarde Euro. Das wissenschaftliche Programm der Mission ist ambitioniert. Es geht um die Entstehungsgeschichte der Erde. Als die Wissenschaftler sich die Frage gestellt haben, wo kommt denn das Wasser auf der Erde her? Da waren die Kometen verdächtigt, das Wasser gebracht zu haben. Die Erde war mal so heiß in ihrer Geschichte, dass es überhaupt kein Wasser gab. Und deshalb hat man gesagt, unter anderem deshalb, Kometen zu untersuchen ist ein besonderer Reiz. Und deshalb ist man zum Kometen Churyumov-Gerasimenko geflogen mit Rosetta, der europäischen Raumsonde, und Philae, der von mehreren Mitgliedsländern der ESA zusätzlich hinzugefügten Landesonde. Seither umrundet Rosetta den Asteroiden in nur wenigen Kilometern Höhe. Der Komet besteht aus 2 Teilen und wiegt etwa 10 Milliarden Tonnen. Er dreht sich innerhalb von 12 Stunden einmal um seine eigene Achse. Die Rosetta-Mission ist einer der größten Erfolge der europäischen Raumfahrt und ein Meilenstein in der Erforschung von Asteroiden. Und die Jagd nach den Gesteinsbrocken im All geht weiter. Im September 2016 macht sich die US-amerikanische Sonde OSIRIS-REx auf den Weg zu Bennu, einem erdnahen Asteroiden. Bennu ist ein dunkler Brocken mit etwa einem halben Kilometer Durchmesser. Ein Killer, der Erde gefährlich nahe kommen kann. Man schätzt, dass er in etwa 100 Jahren knapp an der Erde vorbeifliegt. Bei seinem nächsten Besuch könnte er sogar mit unserem Planeten kollidieren. Die NASA will auf dem Asteroiden landen. Man verspricht sich genauere Daten, um seine zukünftige Bahn noch exakter zu berechnen. Doch was passiert, wenn die Wissenschaft wirklich einen Global Killer entdeckt? In Hollywood-Filmen plant man Gegenmaßnahmen. Die Bevölkerung gerät in Panik. Doch wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Was passiert, wenn ein Asteroideneinschlag bevorsteht? Nun, viele Leute glauben, da gibt es Geheimpläne und Notfallpläne, von denen keiner was erfährt. Überhaupt nicht so. Das Einzige, was es zurzeit gibt,
ist eine Gruppe bei der UN, also bei den Vereinten Nationen, die nennt sich International Asteroid Warning Network, also auf gut Deutsch ein Netzwerk von Raumfahrteinrichtungen weltweit, die die Information über solche Asteroiden zusammenbringen und dann berechnen, wann und wo solche Einschläge stattfinden. Also wenn zum Beispiel in einem Monat ein Einschlag stattfinden sollte, dann werden die die Bahn genau berechnen und dann werden sich überlegen, wo wird dieser Asteroid einschlagen? Wann werden wir das der Öffentlichkeit und der Bevölkerung sagen? Dann ist es schon ziemlich heikel, ob der Asteroid genau auf Berlin einschlägt oder 1000 Kilometer daneben. Und da kann man sich schnell verrechnen. Also sehen, da muss man mit den Informationen ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen werden sich etwas zurückhalten. Wie auch immer, die Aufgabe dieser Gruppe ist, die Informationen offen zu verbreiten. Und wenn Sie mich jetzt fragen, haben wir irgendetwas, um eine Abwehr zu machen, dann lautet die Antwort, nein, wir haben gar nichts. Bei der Entdeckung eines gefährlichen Objekts steht die Menschheit vor einem Problem. Die Katastrophe kann sie vorausberechnen, einen Plan zur Abwehr aber gibt es nicht. Die größten Herausforderungen einer solchen Mission wären, dass man sehr unter Zeitdruck steht. Jeden Tag, den man verschwendet, wird schwieriger, dass man wirklich präzise dorthin fliegen muss und präzise landen muss an exakt der richtigen Stelle. Aber was passiert dann, wenn man vor Ort ist? Den Himmelskörper mit einer Atombombe sprengen? Das ist höchst gefährlich. Von diesem Konzept ist man glücklicherweise mittlerweile abgekommen. Das ist dahingehend nicht so einfach, dass man vorher nur sehr, sehr schwer vorhersagen kann, was denn tatsächlich das Ergebnis einer Explosion eines Asteroiden ist, sofern man den fragmentiert. Im schlimmsten Fall bricht der Asteroid in mehrere Teile auseinander. Alle groß genug, um den Flug durch die Atmosphäre zu überstehen. Also wenn man da wirklich eine Sprengung entzündet, dann muss man genau am richtigen Ort sprengen. Wenn man da einen Satelliten hinbringt, dann muss man das genau am richtigen Abstand tun. Das Ergebnis ist nicht vollständig planbar. Und das Ergebnis ist auch in den ersten, sagen wir mal, Wochen und Monaten nicht richtig sehbar. Doch die Sprengung des Asteroiden ist nicht die einzige Option. Wenn der gefährliche Brocken rechtzeitig entdeckt wird, kann er auch ohne Explosion aus seiner Bahn gelenkt werden. Prinzipiell nehmen Sie ein möglichst schweres Raumschiff, fliegen in die Nähe des Asteroiden. Und was man jetzt erwarten würde, aufgrund der gegenseitigen gravitativen Anziehung, ist, dass das Raumschiff auf den Asteroiden fällt, beziehungsweise der Asteroid auf das Raumschiff. Diese Annäherung vermeiden Sie, indem Sie mit Triebwerken am Asteroiden in Richtung, am Raumschiff in Richtung des Asteroiden feuern. Allerdings wird der Asteroid weiterhin in Richtung des Raumschiffs gezogen. Und Sie lenken den Asteroid langsam auf seine Bahn ab. Dieser Vorgang dauert mehrere Monate oder sogar Jahre. Die Ablenkung dieses Asteroiden oder Meteoriten wird nur ein ganz kleines bisschen sein aus der vorherigen Bahn. Insofern ist das eine sehr, sehr schwierige Mission, wenn man es tut. Aber ich meine, der potenzielle Erfolg würde jede Anstrengung und jeden finanziellen Aufwand rechtfertigen. Ein Global Killer könnte das Aussterben der Menschheit einleiten. Allein die klimatischen Veränderungen infolge des Einschlags würde der Mensch wohl nicht überleben. Was ist denn jetzt die beste Methode, um einen Asteroiden abzuwehren? Nun, das hängt davon ab. Es gibt zum Beispiel riesengroße Asteroiden, 10 Kilometer Durchmesser. Die sehen wir schon sehr früh, etwa ein Jahr vorher, vielleicht sogar 2 Jahre. Die kann man auch nicht so einfach zerstören bei der Größe. Da ist es besser, sie abzulenken. Denn der Weg bis zur Erde ist ja noch sehr groß. Wenn ich ihn also nur ein klein wenig ablenke, wird der Weg, an dem ich dann an der Erde vorbeilenke, sehr groß sein. Also, wir müssten dann dort einen Laserstrahl auf die Oberfläche richten. Das ablatierte Material würde dann wirklich wie eine Rakete, als Rückstoßprinzip, den ganzen Asteroiden beiseite drücken. Und damit würde er an der Erde vorbeifliegen. Ganz anders, wenn wir etwas kleineren Asteroiden haben, vielleicht nur einen Kilometer oder 100 Meter Durchmesser, den wir vielleicht erst ein paar Monate, vielleicht ein paar Tage vorher sehen. Die müsste man wirklich zersprengen und zerstören. Wir müssten also eine Rakete haben mit einer Bombe, die kurzfristig dorthin fliegt und ihn zerstört. Viele Leute haben dann die Angst, dass diese Trümmerteile auf die Erde fallen würden und die Menschheit zerstören würde. Die Gefahr ist nicht so groß. Warum? Nun, so ein Asteroid ist eigentlich nichts mehr als eine
Geröllhalde, also ein ganz schwach zusammengelegter Haufen von Geröllsteinen. Wenn ich den jetzt sprenge, dann entstehen viele Millionen kleinster Geröllteile. Viele davon würden an der Erde vorbeifliegen. Und weil sie so ziemlich dünn sind, würden sie in der Atmosphäre wirklich verdampfen. Da würde also kaum mehr was runterkommen. Und deswegen wäre das die ideale Methode. Am Doppelasteroiden Didymos wollen NASA und ESA gemeinsam eine Abwehrmöglichkeit testen. Der kleinere der beiden Brocken, Didymoon, soll abgelenkt werden und so auch seinen großen Begleiter aus der Bahn drängen. Es geht darum, genau das mal im kleinen Maßstab auszuprobieren. Was könnten wir denn tun, wenn tatsächlich so ein Körper sich der Erde nähert? Didymoon soll das Opfer werden. Dann kommt irgendwann dieser amerikanische Impactor, der heißt DART, das ist auf Deutsch Wurfpfeil. Die schießen auf diesen kleineren Asteroiden drauf und der wird dadurch eben ein kleines bisschen entweder schneller oder langsamer. Dadurch verändert sich die Umlaufszeit. Wie groß diese Veränderung der Bahn wirklich sein wird, ist die entscheidende Frage. Noch ist diese Mission nur in Planung. Doch bereits im Sommer 2005 führte die NASA eine ähnliche Expedition durch. Das Zielobjekt war Tempel 1. Ein Komet mit 6 Kilometern Durchmesser. Eine Raumsonde der NASA beschoss Tempel 1 mit einem kühlschrankgroßen Projektil. Mit einer Geschwindigkeit von 37.000 Kilometern pro Stunde traf das Geschoss und hinterließ einen Krater von 150 Metern Durchmesser und 30 Metern Tiefe. Dieser Impactor, der ist ein paar hundert Kilogramm. Bei Deep Impact, bei dieser Kometenmission, waren das 370 Kilogramm Kupfer eigentlich. Kupfer, damit man genau weiß, was man da eigentlich reinschießt in den Asteroiden. Und die Umlaufsperiode von den beiden Asteroiden, die ist einige Stunden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, 12 Stunden oder so. Und die wird sich um ein paar Minuten verändern durch diesen Einschlag. Und um wie viel genau wird uns dann zeigen, wie kann ich eigentlich unsere Modellrechnungen mit der Wirklichkeit vergleichen. Doch die Erforschung der Asteroiden dient nicht nur dem Schutz vor Katastrophen. Wie so oft in der Raumfahrt bringt sie überraschende Entdeckungen und Erkenntnisse. Die NASA und die ESA haben große Forschungsprogramme für Grundlagenforschung im Weltraum als auch für die Entwicklung neuer Technologien. Wir wollen zum Beispiel wissen, wie ist unser Sonnensystem entstanden? Wie entstanden die kleinen Planeten wie die Erde, Venus und Mars? Warum sind wir da? In anderen Sternsystemen gibt es keine erdähnlichen Planeten. Um sowas zu machen, müssen wir den Beginn unseres Sonnensystems studieren. Rosetta ist ein sehr schönes Beispiel. Mit Rosetta haben wir diese Kometen, die das Leben vielleicht, aber vor allen Dingen auch das Wasser auf die Erde brachten, studiert. Wir sind dorthin geflogen, wir haben das Wasser gesehen. Ja, dieser Asteroid, dieser Komet hatte Wasser. Und es ist genau das Wasser, was wir auch auf der Erde haben. Nicht exakt das Wasser, was bedeutet, es müssen viele Kometen das Wasser auf die Erde bringen. Aber nein, so entstand unser Ozean hier auf der Erde. Wie teuer war das Ganze? Nun, es ist nicht ganz günstig. Die gesamte Rosetta-Mission hat insgesamt etwa 1 Milliarde Euro gekostet. Für etwa 10 Jahre Vorbereitungszeit, 10 Jahre Mission. Also etwa 50 Millionen Euro pro Jahr. Nun schauen wir uns andere Projekte an. Nehmen wir CERN, das ist diese große Beschleunigermaschine in der Schweiz. Sie bekommen pro Jahr 1 Milliarde Euro. Was kommt daraus? Nun zum Beispiel ein Higgs-Teilchen. Was ich damit sagen will, man kann nicht fordern, dass aus jedem Euro, den man investiert, direkt was herausbekommt. Tatsächlich ist es so, dass wir Wissen generieren. Wir verstehen unsere Welt besser. Wir verstehen, warum wir da sind. Wir verstehen, wo unsere Ozeane herkommen. Denn ohne Ozeane, ohne Wasser würden wir nicht leben. Diese Wissensbegierde, dieses Wissen ist uns sehr viel wert. Nicht nur im Weltraum, sondern überall auf der Erde, selbst für Higgs-Teilchen. Aber Weltraumwissenschaft ist ja nicht nur Grundlagenforschung, sondern auch Technologieentwicklung. Und die brauchen wir auch auf der Erde. Sonst hätten wir ja gar nicht diese ganzen Fernsehsatelliten und Navigationssatelliten. Aber insbesondere werden wir in Zukunft diese Technologie gebrauchen, um Asteroiden abzuwehren, die nämlich auf die Erde stürzen und die Menschheit vernichten können. Das ist eine wunderbare Anwendung, die es sonst nirgendwo gibt. Und noch etwas macht die Asteroiden für den Menschen interessant. Es geht um den Abbau von Rohstoffen. Astronauten sollen als Bergarbeiter zu entlegenen Himmelskörpern reisen und dort Bodenschätze fördern. Im All sollen sie seltene Metalle abbauen.
Das geförderte Material muss auf die Erde zurückgeschafft werden. Ein extrem teurer Weg. Und bisher gibt es dafür noch gar keine Technologie. Science Fiction. Aber Unternehmer denken ernsthaft darüber nach. Einfach mal auf einen Asteroid hochkarren und dann anfangen, dort oben rumzubaggern. Das ist ja keine Lösung. Das, was wir brauchen, ist ja smarte, intelligente und umweltschonende Abbaumethoden, mit denen man sich trauen kann, auf einen Asteroiden oder einen Planeten zu gehen, ohne dass man dort eine, jetzt sage ich das Wort, Wüste hinterlässt, wohl wissend, dass es da Wüste ist. Der Bergbau auf Asteroiden beflügelt die Fantasien von Investoren und Glücksrittern. Ein Asteroid von 30 Metern Durchmesser könnte Platin im Wert von vielen Milliarden Euro beinhalten. Und so treibt nicht nur die Neugier des Menschen, sondern auch sein Streben nach Profit die Entwicklung von Technologien voran. Sobald es sich rechnet und die entsprechenden technischen Voraussetzungen geschaffen sind, werden Goldgräber ins Weltall aufbrechen und nach Edelmetallen schürfen. Sie wollen Kometen in Besitz nehmen und sie ausbeuten, wie auf der Erde die Ozeane auf der Suche nach Öl. Ganze Fabriken sollen im All entstehen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Europäer fuhren einst für Gewürze über die Weltmeere. Siedler eroberten für Gold und Öl den Westen des amerikanischen Kontinents. Gestern waren es Schiffe, die Eisenbahn oder Pipelines, die den Profit ermöglichten und beförderten. Morgen wird es das Raumschiff sein. Das ist nichts für die nächsten 10 Jahre. Da würde ich auch sagen, in 50 Jahren ist okay. Aber es ist die Anstrengung wert. Doch noch beschäftigt sich die Wissenschaft vorrangig mit der Entwicklung von Schutzmechanismen gegen gefährliche Objekte aus dem All. Wenn jetzt in der Region etwas auf uns zugeflogen kommt, dann ist das schon in ein paar Jahren hier. Ja, vielleicht 10 Jahre, was weiß ich, je nachdem, wie schnell es dieser Körper ist. Also das sind dann relativ kurze Zeiträume. Ich glaube nicht, dass wir gut aufgestellt sind. Wenn es passieren würde, dann wäre das sozusagen die Klammer, die dafür sorgen würde, dass alle zusammenarbeiten würden, um es hinzukriegen. Noch haben wir kein Mittel, um die Erde vor einem Objekt aus dem All zu schützen. Ich denke mal, in 10 Jahren würde ich, wenn Sie mich fragen, bist du zuversichtlich, dass wir einen Asteroiden ablenken können? In 10 Jahren kann ich da eine definitive Antwort drauf geben. Doch dann könnte es durchaus zu spät sein. Die Frage ist nur, wann und woher wird ein Killer kommen? So eine Vorhersage ist praktisch unmöglich. Es kann dir Überraschungen natürlich geben, aber ich glaube, wir haben schon auch relativ große Teile ganz gut abgedeckt. Aber ausschließen kann man diese Gefahr natürlich nicht. Dass die Erde irgendwann erneut getroffen wird, steht außer Frage. Was also bleibt? Nun, wir wissen, es wird passieren. In ein paar hundert Jahren vielleicht eine kleine Stadt, ein paar tausend Menschen sterben. In ein paar tausend Jahren vielleicht eine große Stadt, so wie Berlin oder London. Mit ein paar Millionen Menschen und dann wird die Menschheit aufwachen. Sie wird verstehen, das ist ein wirkliches Problem. Können wir was dagegen tun? Ja, natürlich können wir was dagegen tun. Wir müssten diese Asteroiden beobachten. Wo sind sie? Wie viele sind sie? Wir müssten sie katalogisieren und dann wüssten wir, welche sind gefährlich und wann werden sie einschlagen. Und dann bräuchten wir noch eine Rakete. Wenn wir wissen, so ein Ding schlägt ein, wir würden sie starten, wir würden sie zertrümmern oder ablenken. Und dann wäre die Gefahr vorbei. Aber es wird wohl so wie immer sein. Erst muss etwas passieren, bis die Menschheit aufwacht. Vielleicht ist er schon zu uns unterwegs, der Global Killer. Das rotierende Bergmassiv aus dem All, dem es bestimmt ist, die Menschheit zu vernichten.